Bevor das Video beginnt, Leute, wollte ich euch noch gerne meinen Partner Anybar vorstellen, nämlich einfach erster Link in der Beschreibung. Geht drauf, geht auf die Webseite, dann kommt hier an, dann wird es richtig geil. Nämlich, wir sind ja bei Supercell gerade, könnte ich hier günstige Games holen, alles mögliche, günstiger als sonst, einfach nur googeln, was ihr wollt, oder auch wie wir hier schon sehen, Brawl Stars. Da geht ihr dann nämlich einfach mal hier drauf. Mobile Games, dann kommt ihr schon zu den nicen Sachen. Zum Beispiel Robux könnt ihr euch günstiger holen für die Leute, die Roblox spielen. Robux ist natürlich wahrscheinlich das Interessanteste für euch. Bekommt ihr Cashback. Es kostet zwar genauso viel, wie es eigentlich kostet, aber mit Cashback. Nämlich dann könnt ihr euch einmal Robux Plus für im Endeffekt nur 10 Euro holen. Das ist sehr, sehr geil. Das meint sehr 11 Euro. So spart ihr ein bisschen Geld, ihr gebt hier einfach euren Player-Tag ein und kauft euch das Gute. Erster Link in der Videobeschreibung, könnt ihr alles angucken und so weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch hier was kauft und ihr spart da natürlich dann natürlich auch nochmal ein bisschen was. Weiter geht's beim Video. Ja Leute, herzlich willkommen zum wunderschönen neuen Video vom wunderschönen ersten. Heute gibt's eine kleine Folge von Squadbusters. Heute gebe ich euch 7 Anfängertipps, also die ihr wissen müsst, die sehr, sehr wichtig sind, mit, von denen ich weiß. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ganz gerne ein Like und Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Tipp Nummer 1. Nämlich Tipp Nummer 1 ist bei mir ganz klar, das bekommen wahrscheinlich viele nicht mit, aber ihr habt hier einen Charakter. Ihr seht es bei mir, Pam. Die leuchtet so gold. Und dieser Charakter, wenn ihr auf den draufklickt, wenn ich ihn hitte, dann irgendwann mal schauen, wann das funktioniert. Das ist nämlich immer ganz komisch hier. Ich klicke halt klar auf Pam drauf, aber jetzt bekommt ihr Gold. Das Gold ist immer so, glaube ich, zwischen 5 und 15. Und wenn ihr es immer mitnimmt, bekommt ihr da auch irgendwann schon eine gute Menge zusammen. Macht das auf jeden Fall. Immer, wenn ihr euch einloggt, kann man das, glaube ich, abholen. Oder alle 2-3 Stunden, irgendwie sowas. Das ist Gold. Und das sammelt sich auch irgendwann richtig gut zusammen. Deswegen vergesst das auf jeden Fall nicht. So, für Tipp Nummer... Also mal wieder, egal wo nicht warum, nehmen wir. Tipp Nummer 2 müssen wir ins Game. Nämlich, wenn ihr hier Sachen sammelt. Ihr seht ja auch den Boost rechts unten, den kann man benutzen, um wegzulaufen. Anders kann man ihn überhaupt benutzen, um schneller anzugreifen oder schneller Sachen abzubauen, wie Kohle und so weiter. Das heißt, wie ihr seht, die Gruppen greifen schneller an, wenn ihr den Boost drückt. Jetzt kann man es noch besser zeigen, vielleicht an ihm sogar. Ihr seht, die greifen schneller an, auch wenn das gerade dumm war. Oder warte, das kann ich auch euch nochmal hier zeigen. Es geht einfach alles viel schneller. Unbedingt, wenn ihr im Freizeit boosten, umso schneller seid ihr auch im Kampf oder gewinnt auch wahrscheinlich im Kampf, wenn der andere das nicht macht. Und so direkt nach der Runde kommen wir auch zu einem sehr, sehr geilen Thema, nämlich die Truhen. Aber das hat jetzt nichts mit Öffnen zu tun, sondern mit dem Kaufen von Truhen. Denn mit dem Gold könnt ihr bestimmte Sachen kaufen, wie auch oder Truppen im Shop. Das heißt, ihr geht in den Shop, kauft euch beispielsweise 20 Händler für 16.000. An der Stelle könnt ihr euch aber auch fast 9 Truhen-Tickets holen. Und da geht meine große Empfehlung raus, kauft euch Truhen-Tickets. Es lohnt sich immer viel, viel mehr. Es ist zwar mehr Mix, aber es lohnt sich immer mehr. Ihr bekommt definitiv mehr als 20 Händler daraus. Das kann ich euch definitiv sagen. Also, das ist hundertprozentig meine Empfehlung. Oder ihr bekommt auch mehr als 25 Magier daraus. Halt bloß aufgeteilter. Halt keine 25 Magier, vielleicht nur 5 Magier, aber dafür halt irgendwas anderes viel mehr. Deswegen unbedingt das machen. Nicht irgendwelche Truppen holen. Das lohnt sich nicht. Immer Truhen-Tickets holen. Gold. Dann, ganz, ganz wichtig, kommen wir zum vierten Punkt, nämlich die richtige Auswahl für Modi plus Location. Wir haben ja bestimmte Modis im Game. Kampfmodus hier.
Habe ich alle freigeschalten. Doppelter Ärger, Kobold, Beuterausch, Pinata, wütende Ranken, Torüberschuss und so weiter und so fort. Und für jeden Modi gibt es eine bestimmte Brawler-Auswahl, beziehungsweise, ich sag jetzt einfach mal Brawler-Auswahl, beziehungsweise Buster-Auswahl, das passt besser, die ihr treffen müsst. Ist ganz wichtig, beispielsweise, ich fange jetzt mal an. Doppelter Ärger, da kann man beispielsweise am Anfang Doppelhändler nehmen oder irgendwie sowas ähnliches. Kobold Butterrausch, da ist zum Beispiel Bow sehr gut. Pinata Party, da auch irgendwie sowas wie irgendwas, was viel Damage macht. Wütende Ranken, gar keine Brawler, die irgendwie sowas wie Greg, Mavis, das verzichten, sondern eher halt ein Barbar und Cold mitnehmen, weil da musst du Damage mitnehmen, Torbeüberschuss, halt brauchst du definitiv keine Hühner oder auch eigentlich fast keine Hog Rider, weil du genug hast. Falsche Truhen, ja, auch Bow definitiv ist sehr, sehr wichtig da und Händler, also mal kannst du machen. Goldener Turbo ist halt auch sowas wie ein Hog Rider und ein Chicken komplett unnötig, obwohl Chicken da noch geht. Weil du eben dadurch goldene Toes bekommst. Aber jetzt auch relativ unnötig. Baumriesen kann ich auch nur empfehlen, einen guten Sword aufzubauen, also mit Baba und Cold. Oder auch alles andere, was sehr, sehr gut ist, wie zum Beispiel eine Queen. Damit ihr in die Mitte gehen könnt und da euch alles holen könnt. Und ja, dann, es gibt auch noch was Wichtiges, nämlich die richtige Location. Was war der richtige für die richtige Location? Ich starte jetzt dafür einfach mal ein Match. Wir haben echt episch. Und dann gucken wir jetzt auf die Location, die wir haben. Wir haben die Brawler-Auswahl. Und jetzt beispielsweise hier, da könntet ihr Mavis oder auch Greg nehmen, wenn er zur Auswahl steht. Hier habt ihr direkt zwei Bäume und ein Feld. Das ist nämlich dafür sehr, sehr gut. Das wäre also die richtige Brawler-Auswahl in dem Moment. Sonst am besten immer was, was Damage macht. Das ist das Wichtigste. So wie wir hier auch gemacht haben. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Nämlich, ganz wichtig, wir gehen nochmal in den Shop rein. Beziehungsweise, ich glaube, dafür müssen wir gar nicht im Shop. Hier müssen wir nämlich hier hin, genau. Ihr seht schon hier unten, hier könnt ihr euch Fusionsschlüssel und so weiter holen. Macht das auf gar keinen Fall. Ihr seht, wie viel ich habe und ich habe bis jetzt kaum was eingesetzt. Kauft euch nicht Fusionsschlüsse, epische Schlüsse, normale Schlüsse und nur was, weil das sind kleine Hilfen, aber nicht so krasse Hilfen wie sonst was. Also auf gar keinen Fall kaufen, das lohnt sich nicht. Das ist ganz, ganz einfach zu sagen. Macht das nicht. Und ganz wichtig, ihr seht ja, dass ich kaum benutze, beziehungsweise gar nicht, denn benutzt ihr erst ab der Squad Liga. Nämlich da könnt ihr auch Trophäen machen und so weiter. Da lohnt sich das auch das Ganze erst. Wie ihr hier seht, gibt es dann die Pokale ab 90. Ab da unbedingt einsetzen. Und dann macht ihr Trophäen. Genau. Das ist Tipp Nummer 5. Bei Tipp Nummer 6 wird es auch wieder interessant. Nämlich, da geht es genau um eine Squad- bzw. Buster-Auswahl. Hier haben wir ja bestimmte Brawler, die einem helfen, schneller zu werden, beziehungsweise Boost zu bekommen, nämlich das Huhn und den Schweinereiter. Sobald ihr den Schweinereiter habt und die Auswahl habt, beziehungsweise ihn spielen könnt, wie ihr hier seht, habe ich beide zum Beispiel gerade nicht, Hogwarts und keinen Chicken in der Auswahl, aber wenn ihr beide in der Auswahl haben solltet, nehmt immer den Schweinereiter, denn der hilft einfach viel mehr als das Huhn. Weil das Huhn mit eines der schlechtesten Einheiten ist, vielleicht neben den Sanitäter. Deswegen auf jeden Fall nicht das Huhn nehmen, wenn ihr den Schweinereiter auch habt. Sehr, sehr wichtig. Dann kommen wir zum letzten Punkt für Anfänger. Aber das machen wahrscheinlich die meisten so oder so. Nämlich, ihr seht ja hier, ich bin mit der Supercell-ID verbunden. Wenn ihr euch mit der Supercell-ID verbindet, wie fast in jedem anderen Game, bekommt ihr eine Belohnung. Die Belohnung ist die Bogenschützenkönigin. Die ist unglaublich krass zum Anfang, deswegen unbedingt die Super Saiyan-ID verbinden. Und dann habt ihr sie. Dann könnt ihr die locker zocken. Macht das auf jeden Fall.
dann gerne. Aktuell noch könnt ihr meinen Creator-Code eintragen. Creator-Code Let's Philip. Würde mich sehr supporten. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr. Sportbusters, Brawlstars und allgemein Supercell-Content. Wir sehen uns beim nächsten Mal und damit, ciao Leute.